Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir befinden uns hier an der Treppe, die hoch zur Dokumentehalle führt. Es ist wunderschönes Wetter und die Sonne scheint. Hier auf der Wiese spielen gerne Kinder, Hundebesitzer gehen hier spazieren, andere treffen sich, um zusammen Fußball oder Frisbee zu spielen. Manche bringen sich leckere Sachen mit, wie zum Beispiel belegte Brote, Gurken und Tomaten. Genau das haben sich auch Lea und ihre Tante heute vorgenommen. Ein Picknick im Auepark. Von der Treppe aus gehen sie an alten Bäumen vorbei. Hinter den Bäumen kommen sie an eine große Wiese. Lass uns doch hier auf der Wiese unsere Decke hinlegen. Au ja! Tante, Tante, siehst du da hinten den Baum da? Genau da will ich mich hinsetzen und mit dir picknicken. Ja. Aber weißt du überhaupt, dass dieser Baum ein ganz besonderer Baum ist? Aber klar doch. Ich sehe das doch. Der Baum hat nämlich einen Stein in seinen Ästen. Ja, ja, Lea. Das siehst du ganz richtig. Aber schau dir den Baum doch einmal aus der Nähe an. Okay. Hä? Tante, was ist denn mit dem Baum los? Ist der tot oder warum hört und fühlt er sich so komisch an? Hör gut zu. Dieser Baum ist kein gewöhnlicher Baum, wie jeder andere. Er ist hier gar nicht gewachsen. Vor ein paar Jahren, um genau zu sein, im Jahr 2008 hat der Künstler Giuseppe Pinone dieses Kunstwerk gebaut. Der Baum ist gar nicht aus Holz, sondern aus Bronze. Wie du vielleicht weißt, ist Bronze ein Metall. Das weiß ich schon. Seit 2010 steht das Kunstwerk bei uns hier in Kassel und gehört zur Documenta-Ausstellung, einer Kunstausstellung. Der Baum heißt eigentlich Idee di Pietra, aber eigentlich nennen ihn alle Pinone-Baum. Oh, aber warum hat er das gemacht, dieser Künstler? Weißt du, auf den ersten Blick ist der Baum eine optische Täuschung, eine Attrappe. Du hast schließlich selbst gedacht, dass der Baum ein echter Baum ist. Und genau das wollte der Künstler bewirken. Boah. Ja, ja. Ganz schön faszinierend, was man bei einem Picknick im Auepark alles lernen kann. Apropos Picknick. Du hast ja recht. Lass uns jetzt unter dem Pinonenbaum picknicken, die Sonne genießen und noch einen schönen Tag haben. Die beiden essen ihre leckeren Brote und genießen das schöne Wetter. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, euch diesen Baum genauer anzuschauen. Er ist einen Besuch wert, auch ohne Picknick.